Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und in der letzten Folge haben wir ja so eine kleine Ranger-Station selbst gebaut mit eigenem Parkplatz, drei Ranger-Teams, Beleuchtung, Toilette und einem kleinen Ranger-Gebäude, was ich sogar sehr, sehr passend finde, weil die haben hier sogar so einen richtigen Turm, wo sie dann später hochgehen können. Und dann können sie perfekt auf das Triceratops-Gehege schauen, was ja dann hier sein wird. Und sogar so ein bisschen in Richtung Tyrannosaurus Rex-Gehege blicken, wo man sogar gerade eine Ziege im Hintergrund sieht. Finde ich auf jeden Fall sehr passend, was wir hier gebaut haben. Ich bin auch sehr zufrieden damit und ihr seid das bisher auch. Ja, ihr habt aber auch wieder richtig viele Kommentare geschrieben. Ich habe alle gelesen, da waren richtig viele Tipps bei, unter anderem, dass ich mit Shift-C direkt in diesen Aufnahmemodus gehen kann. Dann brauche ich nicht mal Escape drücken. Sehr, sehr hilfreich, vielen Dank. Dann habt ihr noch geschrieben, ach, dass ich sogar die Jurassic Tour anhalten kann, wenn ich einfach den Strom abschalte. Dann habt ihr noch geschrieben, was noch mega wichtig ist, was ich komplett vergessen habe zu berücksichtigen. Ich habe ja gesagt, wir haben hier den ganzen Platz für das Triceratops-Gehege, aber das stimmt nicht ganz, weil es gibt noch eine Szene, für die wir auf jeden Fall Platz brauchen werden und die sehr wichtig ist, denn im Film kommt noch so eine Szene vor, wo diese Gallimimus lang rennen und die sich hinter so einem Baumstamm verstecken und ja, dann der Tyrannosaurus Rex einen Gallimimus erlegt und diese Szene müssen wir auf jeden Fall hier in diesem Bereich dann noch nachstellen, aber ich denke mal, das sollte platztechnisch kein Problem werden. Aber vielen Dank, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, weil sonst hätte ich das vielleicht verpeilt und dann hätte ich mir das Ganze so ein bisschen verbaut. Falls noch irgendwelche anderen Szenen wichtig sind, die noch rankommen, dann schreibt es auf jeden Fall jetzt am besten in die Kommentare, damit ich die noch so schnell wie möglich berücksichtigen kann. Aber als allererstes würde ich sagen, verrate ich euch jetzt mal, wer denn unsere drei Ranger-Teams hier sind, denn ihr habt auch wieder fleißig Namensvorschläge für diese drei Ranger-Teams in die Kommentare geschrieben. Und das erste Team ist Bud Spencer und Terence Hill. Sind ja zwei Legenden und deswegen denke ich mal sehr, sehr cool, dass die bei uns im Park dann den Ranger-Dienst antreten dürfen. Bud Spencer ist der Fahrer, Terence Hill ist der Schütze. Dann haben wir als zweites Hermann und Karl-Heinz. Auch hier ist der erste wieder der Fahrer und der zweite der Schütze. Und beim letzten genauso, das sind Phil Tippett und Dennis Muren oder Murren. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Sehr cooler Kommentar, weil das sind wirklich irgendwelche Leute, die am Set mitgearbeitet haben und auch so kleine Jurassic Park-Legenden sind und deswegen in unserem Park verewigt werden sollten. Sehr, sehr cooler Kommentar, sehr, sehr cooler Namensvorschlag. Habe ich mich echt drüber gefreut. Ich habe es aber sogar gerade nochmal über etwas nachgedacht. Also das ist ja so mit die wichtigste Ranger-Station hier, weil die ist hier bei einem der gefährlichsten Dinosaurier in Jurassic Park 1 direkt gegenüber und damit komplett zuständig für das Tyrannosaurus Rex-Gehege. Aber es gibt natürlich auch noch die Velociraptoren und das ist mir so eingefallen. Wir haben zwar hier vorne diese kleine Raptor-Anlage, die man ja auch im Film sieht, allerdings kann man ja im Sandbox-Modus leider keine Raptoren hier reinpacken. In der Karriere geht das und das finde ich auch mega cool. Aber im Sandbox-Modus bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Falls das irgendwie geht, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt habe ich nochmal an euch die Frage, müssen wir jetzt noch irgendwo anders ein Velociraptoren-Gehege bauen? Oder lassen wir das jetzt so und haben gar keine Velociraptoren? Weil ich meine, dass dieses kleine Anlagendingsbums steht ja, aber wir haben halt eigentlich gar keine Velociraptoren, was ich irgendwie ein bisschen doof finde. Ich finde das echt schade, dass man die hier nicht reinpacken kann. Im Sandbox-Modus. In der Karriere sieht man ja sogar, wie das hier kaputt ist und die ausgebrochen sind. Das finde ich mega cool. Aber ich glaube, das geht im Sandbox-Modus nicht. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob wir nochmal ein extra Gehege irgendwo bauen sollen, ob man die da irgendwie rein verfrachten kann oder. Ja, schreibt einfach mal rein, wie wir das Ganze mit den Velociraptoren am besten handhaben sollten, weil da bin ich mir gerade noch so ein bisschen im Unklaren. Aber jetzt machen wir uns endlich an eine Sache, die ich jetzt schon ein paar Folgen vor mich hingeschoben habe, weil ich immer andere Sachen gebaut habe. Nämlich kümmern wir uns um das Triceratops-Gehege und dafür springen wir nochmal ganz kurz in Photoshop und gehen nochmal das Ganze so ein bisschen durch. So, ich mache das nur noch einmal mit euch im Schnelldurchlauf, damit ihr das nochmal so vor Augen habt. Also hier sind sie dann im Auto und er erblickt das erste Mal einen kranken Triceratops oder den kranken Triceratops. Das ist, was er sieht. Das heißt, zu seiner Linken, also er guckt links aus der Scheibe aus dem Auto, das sieht man ja hier ganz gut, und zu seiner Linken sieht er dann diese Szenerie. Das heißt, diese Szenerie müssen wir gleich zur Linken von der Jurassic Tour nachbauen ungefähr. Mit diesen Holzzäunen habe ich ja schon
gesagt, das können wir wahrscheinlich eher nicht bauen. Aber die sind ja auch relativ grün hier mit den Pflanzen. Das heißt, wenn wir hier so ein paar Büsche und Bäume hinmachen, ist das, denke ich mal, auch schon sehr, sehr identisch. Eine Mod gibt es leider nicht, die solche Zäune einfügt, sonst hätte ich natürlich diese installiert. Ja, die flirten dann so ein bisschen. Da sieht man dann auch den Hintergrund, aber bei dem bin ich mir auch so ein bisschen unschlüssig. Aber der Hintergrund ist auch nicht so wichtig. So, hier steigt er dann aus, sie hinterher. Hier sieht man nochmal ganz gut, wo die sich jetzt gerade befinden. Also das ist wirklich einfach nur so eine Dreckstrecke, also so eine Dirtstrecke, wo die drauf fahren. Und außenrum ist so ein bisschen Bepflanzung. Und dann gehen die so ein Stückchen runter. Das Ganze sieht hier, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, steiler aus, als es im Endeffekt ist. Das werdet ihr gleich sehen. Hier ist nochmal so ein großer Baum. Da werde ich, denke ich mal, dann so einen Redwood Tree oder sowas hinmachen. Oder wir machen so diesen ganz großen Baum hin. Das wäre eventuell auch eine Überlegung. Mal gucken, wie das aussieht. Hier sieht man den Baumstamm auch nochmal ganz gut. Also der ist halt wirklich riesig. Aber da sieht man jetzt auch nochmal ganz gut, dass es gar nicht so steil ist, weil hier ist das Auto und hier sind jetzt die. Und ja, hier sieht man halt, dass es nicht ganz so steil ist, wie man denkt. Und hier ist jetzt, guck mal, das meine ich zum Beispiel, das habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt. Hier hinter den Autos geht es direkt mega hoch, glaube ich. Und vorhin sah es echt so aus, als wenn auf der anderen Seite noch eine Wiese wäre. Das ist schon wieder echt komisch. Also ich glaube, die rechte Seite von der Jurassic Tour, da werde ich dann einfach so ein bisschen selber improvisieren, weil das sehr, sehr komisch ist. So, da sind sie dann beim Triceratops. Ich klicke das mal ganz schnell durch hier. Hier sieht man nochmal einen kleinen See, den wir auf jeden Fall berücksichtigen werden. Hier sind auch so ein paar Stromschnellen, wo es so ein bisschen runtergeht. Das können wir leider nicht darstellen und nachbauen. Hier kommt dann nochmal er angelaufen. Da sieht man sogar im Hintergrund nochmal die Jurassic Tour. Das kommt von der Distanz auch schon wieder fast gar nicht hin, oder? Aber da ist auch wieder direkt der Berg im Hintergrund. Also vielleicht sollten wir das wirklich so bauen, dass wir auf der rechten Seite einen Berg im Hintergrund bauen. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Hier sind dann nochmal diese übertrieben großen Kothaufen. Die werde ich eventuell auch nachbauen können. Wir könnten ja so eine kleine Landschaftserhebung machen und da dann Dirt oder so drauf machen. Das wäre ja vielleicht auch eine coole Idee. Das habt ihr, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben. So, hier liegt dann der Triceratops. Da sprechen die dann so ein bisschen. Und dann kommt eigentlich schon das Unwetter und die drehen um und fahren wieder zurück. Also das ist die gesamte Szene. Die werden wir heute nachbauen und wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr das Triceratops-Gehege gestalten. Mal schauen, wie weit wir kommen, aber wir fangen jetzt direkt damit an. So, da sind wir auch schon wieder in-game und wir müssen natürlich jetzt erstmal uns so ein bisschen um diese ganze Tour kümmern, von der Strecke her. Das wird nämlich jetzt sehr, sehr interessant und wichtig. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt erstmal das hier entfernen, das entfernen. Und hier vorne fangen wir jetzt an zu bauen. Das Ganze wird auf jeden Fall hier auf dieser Dirt-Strecke bleiben, denn wir sind jetzt ja sozusagen im Triceratops-Gehege drinne, weil wir sind ja hier durch die Schleuse gefahren und befinden uns jetzt im Triceratops-Gehege. Ich hatte das Ganze ja hier auch schon so ein bisschen erhöht gemacht, weil wir ja später diese Stelle haben, wo es dann so ein kleines Stück runtergeht. Ich werde, denke ich mal, auch hier so ein bisschen nach links um die Kurve gehen, damit die Fahrt nicht ganz so langweilig wird. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen geschwungener. Wieso? Dann glaube ich relativ gerade. Also ich glaube, ich mache so. Dann erstmal ein ganzes Stück gerade. Ja, vielleicht nicht ganz gerade. Wir machen es ganz leicht abgerundet. So, das wäre dann so ein bisschen die Gerade durch das Triceratops-Gehege. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Dann müssten wir hier natürlich links und rechts noch ganz viel begrünen. Das hat man ja auf dem einen Screenshot sehr, sehr gut gesehen. Und hier zur Linken müsste dann irgendwo der Triceratops liegen. Hier hat man dann auch den Berg so ein bisschen im Hintergrund. Die Bäume kann ich hier leider nicht entfernen. Wäre auch cool, wenn mal eine Mod rauskommen würde, dass man also die Sachen, die nicht im Park sind, trotzdem gestalten könnte vom Hintergrund her. Das wäre echt nice. Oder wenn man das hier alles bebauen könnte. Oh, das wäre cool. Stellt euch das mal vor. Ja, vielleicht wird das Modding ja irgendwann nochmal so weit gehen. Ich glaube, das ist aber schon ziemlich gut. Ich würde aber wirklich auch sagen, wir fahren erstmal ein Stück bis dahin und machen die Triceratops-Szene irgendwo hier in der Mitte. Würde ich fast sagen. Hier so. Hier könnten wir das dann ungefähr machen. Von der Höhe her. Ja. Das ist, denke ich mal, ziemlich cool. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier so ein bisschen diese Büsche hinkriegen. Schade, dass es nicht dieses Elefantengras oder was es ist, gibt im Spiel. Und halt nur so Bäume machen. Wir würden dann halt wirklich durch so ein dichtes Blätterwerk fahren. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, weil das kommt irgendwie nicht so ans Original ran.
Ich würde halt am liebsten echt so Büsche nur darum platzieren. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit kleinen Büschen. Das ist immer super, super schwierig. So, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen angefangen. In diese Richtung soll es dann später so ein bisschen gehen. Habe hier schon mal ordentlich begrünt und bepflanzt und versucht, diese halbhohen Bananenbäume so ein bisschen dahin zu bekommen. Ist sehr, sehr schade, dass man die so nicht platzieren kann, weil die haben echt eine gute Höhe. Damit könnte man wirklich einige coole Sachen darstellen. Das würde ich mir echt wünschen, dass eine Mod rauskommt, dass man diese Bäume einzeln platzieren könnte. Das wäre super, super nice. Aber alles in allem werde ich das, denke ich mal, dann so ein bisschen so handhaben. Der ist mir hier so ein bisschen zu groß, dass man hier so lang fährt. Also man kommt hier durch, fährt man hier so lang. Hier habe ich extra den Wald noch so ein bisschen dichter gemacht, dass man das hier vorne noch nicht so sehen kann. Und ja, ich glaube, hier hinten müssen wir auch noch mal so ein bisschen bewalden. Also hier so, damit man da noch nicht so durchgucken kann. Weil man soll erst hier so den Blick bekommen, den man dann im Film sieht. Also das, was ihr jetzt oben rechts seht, das soll man dann sehen. Und ja, hier an der Stelle werden wir es darstellen. Wir können natürlich den Zaun hier nicht darstellen, aber so soll das Ganze dann sein. Und dann wird er hier vorne dann rausspringen und hier runter zum Triceratops dann laufen. Das heißt, wir machen hier vorne nochmal so ein bisschen einzelne Bäume hin. Ich will jetzt hier aber auch echt nicht übertreiben. Ich mache das einfach so. Na, das hindert nicht wirklich den Blick. Da müssen wir nur ein Stück weiter gehen. Ich glaube, ich mache das aber echt dünner. Ich will hier nicht so eine krasse Baumreihe haben. Schon so viel Wald. Ich glaube, so ist das schon ganz cool. Könnte auch das hier eigentlich fast weglassen. Hier einfach nur so ein paar einzelne Bäume hinmachen. Das reicht eigentlich schon, um die Sicht so ein bisschen zu hindern. Wir können ja dann nachher gucken, wie das mit der Bepflanzung aussieht. Wir werden hier wahrscheinlich auch gleich noch ganz viel Landschaftsbearbeitung machen. Ich habe mir auch überlegt, auf die rechte Seite werde ich wahrscheinlich hier einfach einen Berg hochziehen. Zumindest so ein bisschen entfernt, so ungefähr. Weil man sieht ja im Hintergrund auch gerne mal den Berg. Teilweise sieht man dann auch noch eine Wiese da. Das ist. Ich weiß nicht, ob das schon wieder Filmfehler sind oder ob ich mir schon wieder einbilde, dass es Filmfehler sind. So, und bevor ich das Ganze jetzt hier noch weiter gestalte, will ich erstmal eben die Grundform vom Triceratops-Gehege dann nochmal ziehen. Dann wir hier auch Elektrozaun. Ja, den hatten wir tatsächlich auch benutzt. Ist, denke ich, auch mal in Ordnung. Man sieht im Hintergrund jetzt keinen Gehegezaun oder sowas, deswegen werde ich versuchen, den Zaun so gut wie es geht hinterm Berg zu verstecken. Ich denke mal, ich werde den hier lang führen. Ich den direkt an der. Ja, warum nicht? Könnten das ja auch echt mit dem Rückweg so ein bisschen verbinden hier, den Zaun. Irgendwie so machen. Dann hier. Und dann können wir später die Strecke hier auch so ein bisschen lang führen. Jetzt könnten wir halt wirklich so machen. Dann versuchen, anhand dieser Kurve uns entlang zu hangeln, so ein bisschen. Hier könnte man dann später irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie wir dann langfahren müssen. Wir müssen wahrscheinlich dann hier schon direkt zurück oder so. Ich denke mal, irgendwie so. Bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Aber dann, dass man den Zaun hier sozusagen im Hintergrund so gut wie es geht gar nicht sieht. Aber ich denke mal, das haben wir schon ganz gut hinbekommen, weil der Berg sollte das alles später so ein bisschen verdecken, wenn dann später hier auch noch ein paar mehr Bäume sind. Dann passt das, glaube ich, auch. Wird ja auch alles noch mega bewaldet werden. Wir haben ja so ein paar Zäune als Auswahl. Wenn, dann wird es auf jeden Fall ein kleiner Zaun werden. Aber ja, ich glaube eher nicht. Selbst die kleinen Zäune sind einfach zu groß. Also wir müssten dann halt wirklich so einen riesigen Zaun hier hinziehen. Ne, ich glaube, das gefällt mir nicht. Weil das ist halt wirklich nur so ein ganz kleiner Zaun, der so ein bisschen, ja, die Landschaft verschönert. Ist jetzt nicht wirklich ein Zaun, der wahrscheinlich einen Triceratops abhält, weil ich glaube, so ein Triceratops, der hat schon ordentlich Power. Das heißt, hier erblicken die sozusagen zuerst den Jeep dann hier unten. Und es ist eigentlich nur eine Wiese und im Hintergrund dann dieser Berg, den man sieht. Ich denke mal, das kommt schon ganz gut hin. Die Wiese müssen wir an sich gleich noch mega viel mit Büschen und sowas verkleiden. Das heißt, wir müssen ja vielleicht ganz viel so austoben. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen mehr aus wie auf dem Screenshot. Ich glaube, diese Büsche sind auch schon relativ gut. Vielleicht können wir die auch noch kombinieren mit ein paar anderen Büschen. Aber ich glaube, das sieht schon relativ nah am Original aus. Und hier wird dann irgendwo der Weg nach unten kommen. Den machen wir jetzt am besten. Der ist ja auch so ein bisschen länger. Das sieht man ja ganz gut auf dem einen Screenshot. Den werde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen nachzustellen, damit er nicht zu steil geht. Also man sieht halt, dass er runtergeht, aber halt nicht so steil.
Auf dem einen Bild sieht das zwar so ein bisschen steiler aus, aber man sieht auf dem anderen Bild eigentlich ganz gut, dass es gar nicht so steil ist. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Denk mal, der geht irgendwo hier so runter vielleicht. Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Auf jeden Fall hier so ein bisschen schräg. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch den großen Baum da gleich hinkriegen. Und der Weg an sich, der ist auch mit Dirt-Untergrund. Das heißt, der würde dann hier irgendwie so abgehen. Natürlich jetzt die ganzen Büsche. Die müssen wir dann wegmachen, damit man das auch sieht. Ich glaube, der könnte sogar noch ein bisschen weiter von Winkel her so nach rechts gehen. So ungefähr. Aber so schon ganz cool. Ist, glaube ich, jetzt auch noch viel zu breit, der Weg. Glaube ich, relativ schmal nämlich. Ich glaube, so kommt das schon ein bisschen besser hin. Hier kommt dann noch ein großer Baum hin. Da müssten wir dann überlegen, welchen Baum wir nehmen würden. Entweder wir machen wirklich so einen Baum. Ich glaube, der ist aber zu tief. Wir müssen, glaube ich, wirklich einen Retro Tree nehmen. Wie gibt es denn da zur Auswahl? Ich glaube, ich nehme diesen hier. Der hat nämlich einen schönen dicken Stamm. Der müsste ungefähr... Ja, das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin, wenn ich den hier hin platziere. Da steht der, glaube ich, ungefähr. Dann ist hier so ein einzelner Redwood Tree und außenrum sind wieder relativ viele Büsche. Also bewaldungstechnisch ist das halt wirklich schwierig. Ich habe hier jetzt schon so ein paar Bananenbäume noch hinbekommen. Hier seht ihr so ein paar größere Pflanzen. Das ist ganz cool, aber das ist halt wirklich random. Also das kann ich leider nicht großartig beeinflussen. Ich habe vorhin hier nochmal so ein bisschen geändert, das Ganze. Hier habe ich nochmal so einen schönen dichten Busch hinbekommen. Das heißt, die Sicht ist schön verdeckt, bis man dann zu dieser Stelle kommt. Und dort kann man dann sozusagen auf die Wiese blicken, so wie es halt auch im Film ist. Und dann kommt man hier zu der Stelle, wo sie dann rausspringen und den Weg runterlaufen zum Triceratops. Ich glaube, das geht schon in eine sehr, sehr coole Richtung hier. Ich mache jetzt hier nochmal das Ganze so ein bisschen weg. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Weg da später ist. Ich glaube, der geht einfach... Also unten beim Triceratops an sich liegt ja, glaube ich, dann Stroh, ne? Auf dem Boden. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich erst zu. Ich werde hier jetzt nochmal versuchen, alles so gut wie es geht mit Büschen zu verkleiden. Ich will hier halt eigentlich auch nicht so viele Bäume machen, weil da sind im Film halt auch keine wirklichen Bäume zu sehen. Ich denke mal, ich werde viel mit diesen grünen Büschen hier arbeiten. Ich glaube, die passen ganz gut. Man kann ja auch so die Büsche so ein bisschen kombinieren, damit das dichter wird. Ja, der Triceratops, der liegt irgendwie in so Stroh, aber Stroh können wir halt auch nicht darstellen. Wir könnten halt höchstens so einen sandigen Untergrund dafür machen. Mal gucken, ob wir das irgendwie kombiniert kriegen mit Rasen oder so. So ein bisschen strohiger aussieht. Und das ist auch so plattgetretenes Gras. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht so viel begrasen hier. Ich glaube, ich werde den dann einfach hier irgendwo hinlegen. Können wir leider auch nicht ganz so gut darstellen, wie es im Film zu sehen ist. Da ist auch überall dieses Elefantengras, also dieses ganz längliche, schilfmäßige Gras. Das können wir ja leider nicht so gut darstellen. Die laufen auch zum Beispiel durch dieses mega hohe Gras durch. Das haben wir halt leider nicht zur Verfügung. Da liegt dann der Triceratops. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, das ist dann sozusagen unser Strohersatz hier. Da liegt er dann. Hier unten ist die Wiese, die die sehen. Da muss dann der Jeep noch hin. Hier müssen wir gleich auch noch ein bisschen das Ganze gestalten. Also hier gefällt mir das noch nicht ganz so gut. Da müssen wir nochmal überglätten. Aber ich würde fast sagen, wir holen jetzt mal eben einen Jeep her. Und dann schauen wir mal. Und damit haben wir wieder ein weiteres Ranger-Team in unserem Jurassic Park. Das heißt, ihr könnt wieder einen tollen Namensvorschlag für dieses Ranger-Team, was sich um den Triceratops kümmert, in die Kommentare schreiben. Wieder bitte einen Namen für den Fahrer und einen Namen für den Schützen. Das ist dann der Jeep, der bei dem Triceratops stehen bleiben wird. Wir werden, glaube ich, am Ende relativ viele Jeeps irgendwo rumstehen haben. Aber ist ja auch in Ordnung, ne? Im Film sieht man die ja auch. Und deswegen werde ich die auch auf jeden Fall da platziert lassen. So, hier fährt man dann lang. Hier erblicken die dann sozusagen, können wir ins Foto gehen. So, hier erblicken die dann sozusagen diese Wiese so ein bisschen. Da liegt dann der Triceratops, den wird man dann von hier oben leider schon sehen. Ich kann den ja nicht im hohen Gras verstecken. Dann fahren sie weiter und halten hier ungefähr an, beziehungsweise halten nicht an, springen aus dem Auto, gehen dann da den Weg runter zum Triceratops. Ich weiß nicht, ob ich den Weg hier noch schmaler machen muss. Bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber ja, ich glaube, das geht eigentlich. Wenn wir da gleich noch ein paar mehr Büsche und so hinmachen, dann passt das schon. Und dann alles so die Feinjustierung. Aber da kommt gleich auch noch ein betäubter Triceratops hin. Damit wir uns das Ganze natürlich nochmal anschauen können. Das sieht doch schon ganz gut aus.
Ich bin aber hier auch noch nicht so mit zufrieden. Hier müssen wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen glatter machen, das Ganze. Damit man hier besser runterschauen kann. Und da der Zaun im Weg ist, aber ich glaube, so ist schon ein bisschen besser. Ich hätte hier wirklich gerne noch so ein paar höhere Büsche. Ich werde das noch mal versuchen, hier so ein paar hinzubekommen, auch wenn ich es vorhin nicht hinbekommen habe. So, jetzt habe ich hier noch so ein paar höhere Büsche hinbekommen. Finde ich ganz cool. Sieht dadurch ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Wir haben hinten sogar so ein bisschen zu viel Platz, glaube ich. Das heißt, wir müssten hier, glaube ich, den Berg noch so ein bisschen näher ranholen, dass der Berg hier ein bisschen eher anfängt. Sieht doch schon sehr gut aus. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass das die Filmszene ist, die ihr oben rechts seht. Ja, das kann man definitiv erkennen. Sieht ein bisschen größer aus als im Film, aber ich glaube, viel kleiner dürfen wir das hier gar nicht gestalten. Wir müssen natürlich auch noch überlegen, dass wir das Gehege auch noch funktional gestalten müssen, dass wir irgendwo Futterspender hinmachen, dass wir irgendwo Trinken und sowas hinmachen. Aber wir haben ja wirklich viel Platz. Also das Gehege wird wirklich groß. Das wird irgendwo bis hier vorne gehen. Das heißt, es ist wirklich ein riesiges Gehege. Aber am wichtigsten sind natürlich erstmal die Filmszenen. Aber ich glaube, die haben wir jetzt schon relativ gut nachgestellt. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch verbessern könnten hier, weil wir können ja schlecht das hohe Gras bauen. Wobei wir wollten noch den Dings, den Dunghaufen machen. Aber den sieht man hier auf diesem Screenshot zum Beispiel auch nicht. Der ist ja eigentlich auch größer als das Auto an sich. Und ich weiß nicht, ob wir den hinmachen sollten. Wir können es ja mal eben ausprobieren. Ich speichere nochmal ganz kurz. Habe ich euch ja schon häufig als Tipp gegeben. Immer mal eben speichern, gerade wenn ihr solche Sachen ausprobiert mit dem Terrain-Tool. Weil ihr wisst ja, das ist super ungenau. Und jetzt wird es wieder richtig problematisch, kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn wir jetzt überlegen, wirklich, ja, wo könnte der Dunghaufen denn sein? Vielleicht hier irgendwo, wo man den auf dem Bild nicht sieht. Aber ich glaube, hier müsste auch irgendwo das Gewässer hinkommen, was man noch sieht. Ich glaube, der würde einfach viel zu groß werden. Der Dunghaufen. Weil wir können nicht so einen kleinen, schmalen Hügel bauen. Ich kann ja wirklich versuchen, das so steil wie möglich zu machen. Nee, Leute, das können wir nicht machen. Das sieht einfach nicht aus wie ein Dunghaufen. Also definitiv nicht. Das werde ich, nee, das lasse ich weg. Ist ja auch nicht so schlimm, denke ich. Also das passt, denke ich mal schon. Das heißt, ich habe das Ganze hier nochmal neu geladen. Ich werde jetzt irgendwo hier vorne, glaube ich, das Gewässer hinmachen, was man sieht. Das ist ja so ein ganz kleiner Tümpel noch, den man erkennen kann. Wo jetzt genau in welche Richtung der liegt, ist schwer zu sagen. Ich habe es gerade nochmal versucht, durch die Screenshots herauszufinden. Aber ich glaube, das kommt schon ganz gut hin, wenn es dann hier nochmal so ein bisschen hoch geht. Weil das kommt ja eigentlich hier so ein bisschen runtergeflossen. Vielleicht können wir das ja irgendwie darstellen. Meint ihr, das ist möglich? Ne. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, man könnte das so ein bisschen so darstellen, indem man dann ja, hier was macht und dann hier unten wieder Wasser, dazwischen Klippen. Aber ihr seht ja, die Rasenfläche oder die Nichtwasserfläche ist viel zu groß zwischen den beiden Gewässern. Deswegen wird das eher nichts. Dann lassen wir das eher ganz weg. Ich wünsche mir wirklich ein Jurassic World mit den Baumöglichkeiten von Planet Zoo. Das wäre so cool, dass wir dann alles nachbauen könnten. Aber dann würden wir wahrscheinlich über 100 Folgen an einem Jurassic Park sitzen. Wir sitzen ja so schon relativ lange da dran. Aber solange es uns allen Spaß macht, ist es ja auch in Ordnung, wenn es lange dauert, denke ich mal. Aber stellt es euch vor, im Planet Zoo, da könnte man ja so viele Details einbauen. Ich sage übrigens jetzt weiterhin Details. Mir wurde zwar schon geschrieben, dass man das L nicht ausspricht, aber ich habe schon echt bei vielen gehört, auch bei professionellen YouTube-Kanälen und sowas, zum Beispiel GameStar, die sagen auch Details mit L. Ich bin da wirklich nicht der Einzige. Also so falsch kann es ja nicht sein. Aber ich glaube, man spricht es halt eigentlich wirklich nicht aus. Schreibt es mir in die Kommentare. Wer von euch sagt Details auch mit einem ausgesprochenen L und wer sagt von euch sagt Details? Ich sage immer Details. Also ist halt so. Und ich habe auch echt schon häufig gehört, dass andere das auch sagen. Deswegen denke ich mir mal so, das kann ja irgendwie nicht so falsch sein. Ich glaube, ich mache hier oben auch nochmal so ein Gewässer hin. So, habe schon mal jetzt ein bisschen weiter gestaltet. Hier noch ein paar Bäume hin, hier so einen großen Baum hin. Bisschen die Landschaft hier noch angehoben und verändert. Hinten das Ganze auch nochmal so ein bisschen übergepinselt. Ich denke mal, ich werde jetzt aber hier auch noch so einen Futterspender hinmachen, weil der Ort bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Den sieht man nämlich im Film nicht. Und ja, doch, das ist ganz cool. Dann sind die wenigstens hier so ein bisschen in der Umgebung, die Dudes. Also auch hier das Ganze nochmal versuchen, so ein bisschen überzupinseln. Ja, das Einzige, was man da ja nicht drunter machen kann, ist ja zum Beispiel Rasen. Deswegen versuche ich hier mal den Übergang ganz gut hinzubekommen. Das ist teilweise immer schwer. Ich finde es echt schade, dass man da keinen Rasen drunter machen kann.
Aber so passt es eigentlich schon. Wir können hier schon mal die Triceratopse was fressen. Ihr könnt auch schon mal in die Kommentare schreiben, wie viele Triceratopse denn letztendlich in dieses Gehege rein sollen. Weil ich meine, das Gehege ist relativ groß. Wir können das ja mal eben hier zu Ende ziehen. Also es wird vermutlich... Ist der Zaun? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich werde das jetzt echt fast gerade... Vielleicht hier nochmal um eine Kurve. Da müssen wir gleich auch nochmal eine Schleuse einbauen, natürlich, als Tor. Wird so groß werden. Ich habe den Fluss jetzt übrigens hier enden lassen. Ich glaube, das ist besser. Also es ist schon wirklich sehr, sehr groß, das Gehege. Ihr seht ja, es ist so eine ganze Ecke hier. Und schreibt mal in die Kommentare, wie viele Triceratops wir letztendlich freilassen werden. Einer wird dann natürlich hier bewusstlos liegen. Den können wir die ganze Zeit natürlich nicht da liegen lassen, weil sonst würde er sterben und verhungern. Aber natürlich für die Filmszenen und so werden wir ihn dann da bewusstlos liegen lassen. Das werden wir gleich auch am Ende des Videos nochmal machen, so ein bisschen. Und wir machen jetzt nochmal kurz hier die Tour bearbeiten. Sehr schön. Die führen wir nämlich jetzt hier auch nochmal ein Stück weiter. Die wird jetzt hier noch um die Kurve gehen. Und da vorne geht die dann später raus. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, dass wir den Doppelzaun hier einbauen. So, und hier geht das dann aus dem Gehege wieder raus. Die Schleuse können wir natürlich hier eigentlich auch noch so ein bisschen interessanter gestalten. Müssen wir aber eigentlich gar nicht so doll machen. Wir können natürlich dann hier auch gleich noch Gallimimuswiese. Müsste ja hier irgendwo hinkommen, ne? Vielleicht könnten wir hier echt noch so ein Galli-Schild später aufstellen. Das wäre dann hier. Gibt es sowas? Gibt es ein Gallimimus-Schild? Ah, tatsächlich. Es gibt ein Gallimimus-Schild. Wie cool. Das würde dann irgendwo hier hinkommen. Perfekt. Sehr schön. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen Erde drin. So, und dann hat man hier das schöne Schild. Dann müssen wir hier natürlich noch die Schleuse so ein bisschen interessanter gestalten. Hier nehme ich mal den anderen Zaun. Das haben wir beim anderen nämlich auch gemacht. Ich denke mal, wir brauchen hier gar nicht so viel Terrain rausmachen. Ich denke mal, ich mache einfach so. Und so. Und dann ist die Schleuse fertig. Da geht es dann ins Gallimimus-Gehege später. Das ist doch schon ganz cool. Und ja, hier müssen wir natürlich jetzt auch noch so ein bisschen gestalten, den Wasserverlauf und allgemein im Gehege wird noch richtig viel gestaltet werden müssen. Wir müssen aber auch noch weitere Futterspender und sowas machen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Da müssen wir hier gleich noch bepflanzen und so, aber das ist jetzt alles auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal oder lassen mal den Triceratops frei und gucken uns mal die Stelle an, die wir jetzt nachgestellt haben aus dem Film. Den Rest, den werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, machen. Oder ich werde es bis zur nächsten Folge so ein bisschen weitergestalten und euch dann präsentieren. So, während die Triceratops jetzt hier ausbrüten, bereiten wir hier schon mal vor ein kleines Mini-Gehege, wo wir den gleich reinsetzen werden, wo er dann liegen soll später. Triceratops, ungefähr hier irgendwo. Hier werde ich den reinsetzen, dann werde ich ihn betäuben und dann werde ich den Zaun entfernen, damit er halt sich nicht aus diesem Gebiet entfernen kann, weil da soll er dann später bewusstlos rumliegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann handhaben, weil er wird halt irgendwann ja leider verhungern. Aber das geht leider gar nicht anders. Die anderen Triceratops, wo mache ich die denn hin? Ich denke mal, die werde ich erstmal hier in den Bereich setzen, weil da stören sie nicht. Da sind sie auch nicht im Weg und sowas. Ich muss hier wirklich noch einiges tun. Das Gehege sieht teilweise noch wirklich ziemlich langweilig und doof aus. An der Stelle sieht es noch nicht so gut aus. An dieser Stelle sieht es noch nicht so gut aus. Hier hinten sieht es noch nicht so gut aus. Ich werde auch noch mehr Redwood Trees reinmachen. Entweder machen wir das nächste Folge zusammen oder ich werde es schon mal vorbereiten. Das müssen wir mal dann schauen. Ich denke mal, ich werde einiges vorbereiten, weil ich halt jetzt schneller vorankommen will mit dem Projekt. Und jetzt lassen wir den ersten 1993er Triceratops frei. Mein Liebling. Ist er. Oh. Der sieht wirklich, wirklich cool aus. Der Skin hat sich halt auch geändert und auch so ein bisschen das Model, ne? Der sieht echt cool aus. Mit diesen grau, dunkelgrau und dann diese grünen Stellen da mit drin. Und dann diese dicken Schuppen. Oh, das gefällt mir. Das sieht schön aus. Cool.
Ja, der gefällt mir richtig gut, das neue Model. Lassen wir noch einen frei. Ihr könnt natürlich auch wieder gerne in die Kommentare schöne Namensvorschläge für die Triceratops in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall cool, wenn ihr euch in meinem Jurassic Park verewigt. Am Ende werde ich auch das Safe Game auf jeden Fall für euch freigeben, damit ihr euch den Park dann auch nochmal angucken könnt. Ah, der Skin gefällt mir richtig gut. Der ist echt toll. Komm, wir lassen auch noch die letzten zu dritt frei. Zu dritt frei. Gemeinsam frei, meine ich natürlich. Schreibt mal euren Lieblingsdinosaurier auch in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil das wäre ja, wenn ich mich entscheiden müsste, es ist schwierig mittlerweile, weil es so viele coole Dinosaurier gibt, aber ich wurde schon oft gefragt, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich auf jeden Fall für den Triceratops entscheiden, weil es einfach der Lieblingsdinosaurier meiner Kindheit ist und deswegen würde letztendlich die Entscheidung auf den fallen. Schreibt mal euren Lieblingsdino auch in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich betäube die jetzt mal eben und dann bringen wir die in ihr Gehege. Und da werden schon die Triceratopse geliefert. Da hinten sind sie sogar schon gelandet. Ja, mega cool. Endlich ein weiterer Dino in unserem Jurassic Park. Jetzt versuchen wir den mal eben hier zu betäuben. Das geht sogar perfekt mit dem Jeep hier. Schön in den Popo. Oh, er legt sich sogar direkt schlafen. Brauchen wir ihn nicht mal betäuben. So, kann er gleich liegen bleiben. Ja, er liegt wahrscheinlich jetzt komplett falsch rum. Gehe ich mal von aus. Aber das macht rein gar nichts. Was ist eigentlich egal. Das passt schon. Jetzt entfernen wir mal den Zaun. Und jetzt liegt da unser kranker Triceratops. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz hier in den Einstellungen die Symbole über den Dinosauriern aus, damit das da nicht störend im Weg ist. Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal eben so einen Jurassic Tourwagen und schauen uns mal die Szene gemeinsam an. Oh Leute, wo ich jetzt hier gerade beim Tyrannosaurus Rex vorbeifahre, fällt mir mal eben eine Sache auf, die ich vergessen habe, glaube ich, euch zu erzählen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es euch erzählt habe. Ich habe noch eine weitere Mod installiert für den Tyrannosaurus, nämlich eine, die das Model und den Skin so ein bisschen mehr an das Original anpasst oder eher gesagt ziemlich genau an das Original anpasst, meiner Meinung nach. Die Mod habe ich euch schon mal vorgestellt in dem Top 5 Mod-Video von der letzten Woche. Da seht ihr ihn jetzt auch gerade. Das verlinke ich einfach für euch unten in der Videobeschreibung. Und dadurch wirkt der Rexy halt nochmal viel, viel gefährlicher und mehr wie im Film. Also kann ich euch nur ans Herz legen, diese Mod. Schaut euch das Video an, dann seht ihr, welche Mod das ist. Und jetzt fahren wir weiter in das Triceratops-Gehege. Bin jetzt echt gespannt, ob wir so ein bisschen Nostalgie-Film-Feeling bekommen. Ist auf jeden Fall schon mal sehr cool hier, dieser Platz mit der Ranger-Station und so, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Das sieht schon cool aus. Ab geht's durch die Schleuse in das Triceratops-Gehege, was natürlich hier rechts noch relativ kahl ist, aber das wird sich ändern. Achtet jetzt auf jeden Fall auf die Bepflanzung, wie euch das gefällt, zur Linken und sowas. Das gefällt mir schon. Also sieht sehr, sehr schön begrünt und bewaldet aus. Viele Büsche, so muss es ja auch sein, dann auf dieser Dirt Road. So, und hier sehen wir dann das erste Mal die Szene ungefähr so. Schwer zu sagen, wo man denn den Jeep ungefähr sieht. Also es ist immer sehr, sehr schwer darzustellen. Ich glaube, von der Distanz her sind wir ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, wären wir näher rangegangen, dann wäre es zu nah einfach. Also ich glaube, wir sind da schon mit ganz gut gefahren. Ich glaube, wir haben das gut hinbekommen. Und hier steigen die dann letztendlich aus und springen auf. Hier bleiben sie stehen. Da liegt dann der Triceratops. Wir entfernen mal das Schild hier, bevor ich das vergesse. Gehört hier natürlich nicht hin. Und da laufen sie dann runter. Und hier liegt der betäubte Triceratops. Da vorne steht der Jeep, den man auch im Film sieht. Und da fassen die ihn dann an und kümmern sich um ihn. Hat er offene Augen? Oh, warte mal. Ich kenne ja die Tastenkombination mittlerweile. Er hat offene Augen. Okay, das scheint bei dem Skin-Model nicht so ganz zu funktionieren. Oder das liegt einfach daran. Wobei, im Film hat er auch so teilweise offene Augen. Er ist ja nicht ganz bewusstlos. Das ist schon cool. Also ich kriege auf jeden Fall so ein bisschen Filmfeeling. Ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, falls ihr Ideen habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.